Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wir haben hier eine Quest aufgesammelt gehabt von Tusta und dass wir einen Skarabäus hier klauen sollen und das zu Blufüli in Roria bringen sollen. At a place called the Dead Castle. Also, ja. Dafür haben wir 38 Tage Zeit und dann nochmal 38, um von der Horia to Castle Sentinel irgendwas zurückzubringen. Ich würde sagen, wir machen das nochmal jetzt eben. Und dann schauen wir danach, wie wir hier weiterkommen, weil wir den hier ja immer noch haben. Und ich immer noch nicht weiß, was ich jetzt noch machen soll. Ansonsten müssten wir auch eventuell nochmal zurück nach Wegesru, also Wayrest. Und da mal schauen, ob wir da nicht vielleicht irgendwas Neues zusätzlich kriegen. So, wie hieß der Ort jetzt? Has sent me to the resolution of Sen in Bagastarana. Okay. Suchen wir mal Bagastarana. Da haben wir's. Und los. So. Irgendwas mit Zen war das, glaube ich, hier. Warte mal, hier, The Resolution of Zen, genau. Das mussten wir finden. Was sagt die Uhr? 7.12 Uhr. Okay, Menschen müssten gleich hier unterwegs sein. Da haben wir schon. So, wir fragen den hier mal nach. Nein. Da. I reckon wandering around will make a right good improvement in your manners. Okay. That's easy, Max. It's let me just mark the result. Ah, perfekt. Die ist super. Da unten im Süden. Okay. Also da hinten muss das schon sein. Das finde ich interessant. Hier, dass die hier so... Ich nenne das jetzt mal Park haben. Mit so Steinen, kleinen See. So, und bevor wir da reingehen, würde ich sagen, wir machen da auch gleich mal ein Safe Game. Was, also das hier heißt Tempel, aber wofür steht das hier eigentlich? Kann ich nicht mal lesen. So, wir machen hier ein Safe Game, bevor wir reingehen. Okay, was ist das denn jetzt auf einmal für eine Musik? Die Musik ist definitiv neu. So, haben wir schnell raus. Okay, und jetzt nach wohin bringen? Has sent me to the Bagastarana to steal a certain scrap, then deliver it to Blufil in Horia. Okay, wo haben wir jetzt Horia? Horia? Auch nicht weit von hier. Da
Das ist also Horia. Steht da genau, wo die sein soll? At a place called the Dead Castle. Nee. The Dead Castle, ah, okay. You've always done good for me and mine, Sir Mads. That's that way, south. Okay. Frage ist, ist es jetzt das hier oder? Dann fragen wir mal die gute Dame. Ich kann jetzt nur noch. Ja, of course I agree. Just go northwest of here. Also klar, das hier. Gehen wir mal rein. So. Wo haben wir die gute Dame? Ich will jetzt hier auch nicht irgendwelche. Ist sie das? Your reputation precedes you, Max Dios II. I am in need of a career. Would you by chance be heading toward the Dancing Priest Tavern anytime soon? Could I entrust you to drop off a package there for me? I would pay you 170 gold pieces for your trouble. Ich habe gerade keine Zeit, tut mir leid. Too bad. Ja, es ist schwierig, jetzt hier eine Aussage zu tätigen, die ja, es ist schwierig, gerade eine irgendwas zu sagen. So, aber wir suchen jemand anderen, für die wir eine Quest haben. Okay, wo soll die gute Dame jetzt sein? Das ist die bestimmte. Thank Arthur, you arrived, Max. Listen, hurry back to Tusta. He will pretend to forget you ever existed. And you won't get a copper if you're not back in 38 days. Believe me, I know this ways. His ways. Okay, jetzt wieder zurück zu Tusta. Da war der Ausgang, ne? So. At place called the Dead Castle, I have 38 days to make the delivery, finally. I have to return for my reward. I have 38 days to travel from Horia to Castle Sentinel. Tusta's home in Sentinel. So, okay. Ich hatte ja ganz kurz auch vergessen gehabt, wo nochmal Tusta war. So, 7.10 Uhr, okay. Früher Morgen. Schön regnerischer Morgen, schön deutsches Wetter. Und dann jetzt ab zu Tusta. Und dann haben wir die Quest auch auf jeden Fall erledigt. Und dann quatschen wir gleich nochmal mit Lothun. Da ich schon gerne hätte, dass die Quest hier endlich mal abgeschlossen ist. So. Wer war jetzt nochmal Tusta? War er Tusta? Nein. Sie war auch nicht. Wer war nochmal Tusta? Ah, stimmt. Oben, die, bei der anderen nackten Frau, wo wir ein paar Quests für erledigt hatten. Der eine Typ. Ich habe das jetzt gerade echt
kurz vergessen gehabt. Wir hatten ja für die letztens öfters mal Quests gemacht, aber für ihn. By the Dragon Chief, welcome back, Max. I don't know why I had that mental deficit in the first place. Well, here's your 790 gold pieces. You certainly deserve it. Ja, jetzt haben wir ordentlich Gold verdient. Ne, bevor wir hier irgendwen anders anquatschen, wir gehen mal zu Lotus. Lotun. Ich hab's mir irgendwie komischerweise schon verinnerlicht, dass er Lotus heißt. Anstatt Lotun, wie er wirklich heißt. Egal, für uns heißt er jetzt Lotus. Prinz Lotusblume. Ah, meine Witze heute sind wieder schlecht. So, dann quatschen wir nochmal mit dem. I'm still shaken from reading my brother's journal. Also Quests hat er immer noch nichts für uns. Und was ist mit ihr? Why would I help a complete stranger, especially one with your reputation? Ja, dann schauen wir mal, ob wir mit irgendwen anders hier mal quatschen können. Hier, du hast doch bestimmt... Nein. Hast du eine Quest für uns? Kann ich von ihr irgendwas verlangen? Auch nicht, schade. Ja, aber ich finde es interessant, wie viele nackte Frauen und Männer hier in Sentinel sind. Na, okay, von den Frauen sieht man hier komischerweise ein bisschen mehr was als von den Männern. Aber, naja. Obwohl eigentlich gleichgestellt. Beide oben ohne. Beide Geschlechter. I despise your kind. Just go away. Okay, wir haben hier keinen Ruf. So, warte mal. Affiliations. Hier konnte man sehen. Rank. Also. So, The Knights of the Dragon sind wir noch bei Level 92. The Dark Brotherhood sind wir bei 12. The Diebesgilde 24. Aber wie kann ich sehen, welchen Ruf ich jetzt in welchen Bezirken habe? Ja, ich bin happy, okay. Account. Sentinel 214.392. Loan. Loan due date. Okay, Level. Progress made to, to the next level 86%. Ach so, wir sind schon bald auf Level 9. Das finde ich jetzt krass. Enter new name. Wir können uns umbenennen. Nee, das lassen wir mal. History. Resistance to Frost. Immunity to Disease. Okay, nee, das wollten wir jetzt auch nicht. Ah, hier kann ich das alles nochmal erklärt bekommen. Okay, das... Das ist Ah, okay. Gut, aber wir suchen uns jetzt mal noch ein paar Quests. Irgendwen. Also für die machen alle diese Geräusche hier. Was mit dir? Hast du eine Quest für mich? Oder du? I'm in a rather delicate situation, Max. If I could count on your diligence and your silence, you could earn yourself, say, 870 gold pieces profiting on my misery. Sound enticing? Well, that's good anyway. Not long ago, during a time of financial stagnancy,
I pawned a ring given to me by the Emperor himself. I figured that Uriel Septim never makes it down to his corner of the Empire. But now I hear his agents are in the area, and I must have to have that ring back. Killor, Lord of Lord Nurnam's Antiquities in Tazopyrit, will only hold it for 19 more days. Here's the gold to pay for the ring. Good luck and Arkay, speed your journey. Okay, einfach nur einen Ring zurückkaufen. So, suchen wir. Nein. Doch, hier. Tazopyrit. Da müssen wir hin. Tazoator. Okay, Tazopyrit. Oh, das ist ein weiter Weg. 3 Tage fahren wir dahin. Okay, ist immerhin ein Ort mit Mauer. Ein paar Läden. Den Laden wollen wir jetzt nicht, aber wir, ich weiß jetzt nicht, welches Laden wir jetzt absuchen müssen. Ich glaube, das ist... I don't have time for your type. Okay, dann nicht. Weil wir keine Gelehrten sind, hä? Dann gehen wir mal weiter. Die ist doch neu, oder? Dieses Charaktermodell, sage ich jetzt mal. Die kenne ich noch gar nicht. Hier, der ist auch neu. Okay, das... Hier, die ist auch neu. Ihr Auto gefällt mir. Auf jeden Fall. Also das jetzt mit dem Weiß. Hier, die laufen hier auch oben ohne. Boah, einen Moment, ich habe einen kratzigen Hals gerade. Ich mache mich mal kurz stumm. So, da bin ich wieder. Talk? Nee. Aber wir gucken mal. Nee, neue Waffen hat er jetzt nicht, aber... nee. Aber ich glaube, die laufen hier alle mit einer Toga rum. Hier mit, sogar mit Cape. Hm? Also, das war das falsche Laden wahrscheinlich. Wir müssen eh hier alle einmal absuchen. Nicht nur für den Ring, sondern auch wegen den hier, Dingens, wegen unseren neuen Waffen, Rüstungen, wie auch immer. So, Jahre. Nope. In welchen Laden müssen wir überhaupt suchen? Nur namens Antiquities. Wie heißt er? Baukern. Schoska. War es das? Nein. Das war eh nicht der richtige Laden. Das heißt, einer von den dreien. Hier, das Modell ist auch neu von ihr. Ja, das ist auch ein neuer Modell. Also Charaktermodelle, ja.
Ah, hier haben wir die Bank. Dann noch ein bisschen weiter südlich. Dann müsste der hier sein. Ah, hier haben wir den Fun-Shop. Hier, er. You must be Max. You're lucky. You made it when you did. I was about to sell the ring to a very eager third party. Well, if I understand correctly and Lord Wozzeck wants the ring before the Imperial Statesmen arrive, you better be on your way. You only have a very little time. Oh, ganz schnell dann. Okay, dann heißt es jetzt für uns zurück nach Sentinel. So. Haben wir nicht geschafft, den letzten Laden abzusuchen. Weil normalerweise, glaube ich, ist das so, wenn man zu lange an einem Ort verweilt, wo dann gesagt wird, hier, da hast du nicht viel Zeit, dann kommen Gegner, die allein nur dafür, dass die dann da sind, die Quest hier fehlschlagen lassen. So vom Gefühl her, wie es in den letzten Folgen gelaufen ist mit diesen Dingens-Quest, wo ich diese Briefe da umtauschen musste. So, für wen hatten wir die Quest gemacht? Für ihn hier. What was it, genau. Oh, good, oh, good. The ring. Oh, thank you, Max. Here's the 870 gold piece, I promise. An expensive delivery, but truly worth every piece. Was will denn jetzt? Ach so, zwei. Kann ich die einfach angreifen, ohne... Ritter ist gestorben. Und ja. Das waren aber Leute, die mich angegriffen haben. Okay, komm. Prinz Lothron hat immer noch keine Quest für mich. Die hat auch keine Quest. Dann gehen wir mal nach oben. Hier gibt es doch bestimmt auch noch irgendwo Leute, oder? Hier, die hier zum Beispiel. Titze, genau. Titze hat keine Quest für uns. Den lassen wir mal lieber. Ich mag den nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich mag ihn einfach nicht. Den Bashi. Der kommt mir immer so komisch vor, so. Hallo, mein Junge. Me? Help you? Hahaha. Sobald er 18 ist, töten wir ihn. Chavexi? Okay. Ich hätte gerne mal auch andere Leute mit Quests. Ich will irgendwie hier vorankommen, ja? So. Können wir hier mal wieder. Der hat keine Quest für uns. Ach so, hier genau, das war ja der Dungeon. Den Dungeon lassen war erst einmal sein. Hat die endlich mal wieder was? Oder er?
Oder die? Die haben wir lange nicht mehr gefragt. Fragen wir sie und die hat nichts. Ich bin für sie immer noch ein Fremder, obwohl ich ihr zweimal geholfen hatte. Und einen davon hatten wir sogar geschafft. Er hat auch keine Quests. Ja, langsam weiß ich nicht, was ich machen soll, um hier voranzukommen. Sentinel und Vares, da verkacken wir gerade, glaube ich, irgendwie ein bisschen. Ja, dann machen wir jetzt etwas, was wir hier vorhatten, also ein Sentinel zu machen. Wir treten der Magiergilde mal bei. Die Frage ist nur, welcher Magiergilde wollen wir denn beitreten? Falls es hier eine Magiergilde gibt, wir gucken mal das da an. Oder warte, wir fragen hier mal. Guild. The Order of the Mage's Guide. You'll find it northwest of here, unless I'm mistaken. Northwest ist ja nur der oder der. So, dann ist die Frage, ist das hier die Magiergilde oder ist das ein Tempel? Dann treten wir hier ja auch auf jeden Fall einer mal bei. Das muss die Magiergilde sein. Jo. Boah, jetzt will ich hier erstmal gucken. Identify. Oh, ich habe 3 Pfeile im Inventar. Okay. Das ist wahrscheinlich der Chef des Ganzen hier. So, buy magic items. My services are reserved for... Okay. Alter, hier auch noch. Make magic items. My services are reserved for members only. Okay, dann. Achso, das sind die Ausgänge. Komm, wir gehen erstmal hier hoch. Wie heißt das die? Make spells. My services are reserved for members only. Wie ist denn das? Training. Okay, hier waren ja auch noch Treppen. Hier, wie ist denn das? Buy Spells. Calm Humane, Charisma, Calm Mortal, Cure Disease. Ja. That will be 541 gold pieces. You barter down to that. Komm, wir nehmen das. Dann haben wir jetzt einen neuen Zauber gelernt. Feed of Notorgo. Selection Icon, Caster. Speed, okay. Hendrix Doordram, Firestorm. Ja, den nehmen wir auch auf jeden Fall. Force Bolt, Fortitude, Free Action.
Ja. Frostbite, Godsfire, Hand of Decay, Hand of Sleep, Heal. Ja. Holy Word, was ist denn das? Dispel Undead, okay. Invisibility, Jack of Trades, Levitate, Light, Lightning, Mage Light Inferno, Magicka Leech, Medusa's Gaze, Nimblin-ness, was? Achso. Null Magicka. Open, Orc Strength, Paralyzes, Quiet Undead, Recall, Resist. Shadow Form, Shalidor's Mirror. A Mirror, okay. Shield, Shocks, Silence, Sleeps, Slow Falling, Soul Trap. Alter, was gibt's denn hier alles für Zauber? Ja. Water Briefing. Das nehmen wir auch mit. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Spellbook. Ah, ich kann nur das machen und... Ah, okay. Dafür haben wir nicht genug Magicka wahrscheinlich hier. Wo sehe ich das, wie viel Magicka ich habe? Wahrscheinlich hier. Nee. Ich habe nicht genug Magicka dafür. Aber wenn die Magiergilde so krass ist, dann würde ich lieber in unserer eigenen Hauptstadt in der beitreten, in Daggerfall und nicht hier in Sentinel. Dann würde ich sagen, wir suchen mal eine Bank auf. Wir kommen hier ja eh nicht, momentan nicht weiter. Dann gehen wir mal, beziehungsweise wir gehen erstmal einkaufen. Und dann laden wir all unser Geld nochmal wieder in den Karren und gehen zurück nach Daggerfall. Und treten da der Magiergilde bei. Obwohl, wir wollten ja auch noch die Alika-Wüste besuchen. Ah, die Alika-Wüste machen wir ein andermal. So, wo haben wir... Ich gehe auch noch in die falsche Richtung. Ich bin so ein Genius. Das ist Norden, Westen müssen wir. Dann gibt es hier nochmal zwei Läden. Irgendwo hier. So, Mithril oder so haben die noch nicht hier. Aber wir können das hier verkaufen. Können wir nicht hier, sondern bei ihm. So, sonst haben wir hier nichts. Von denen brauchen wir nichts. Was haben wir auf Tasche? Okay, nur irgendwelche Tränke und sonst nichts. So, einmal kurz nach Süden. So. Hier nochmal ein General Store. Ja, Dwarven brauchen wir nicht. Wir brauchen mehr von Mithril und Adamantium. Oder noch besser, wenn es jetzt mal Orkisch, Ebenerz oder Dädrisch gäbe. Hier haben wir den nächsten. Und das kleine Ding auch noch. So, der hat nichts.
Der hat auch nichts. Okay, dann den hier noch. Mithril Flail, den braucht man nicht. Hätte jetzt gerne lieber irgendwas in Richtung Rüstung. So. Westen. Bisschen südwestlich sogar. Und jetzt hier abbiegen. Boah. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt meinen Nisa gehört habt. Ich hoffe nicht, aber dafür Entschuldigung. Der war sehr spontan. So. Nee. Das ist ein Longshirt. Okay. Das hinterfrage ich nicht, warum das ein Longshirt ist. Obwohl es eigentlich eher ein Rock ist oder sowas. Aber die haben hier irgendwie noch nichts dergleichen von dem, was ich haben will. Außer hier den Mithril Warhammer. Ja, egal, dann gehen wir nochmal weiter Richtung Westen. Komm darum wahrscheinlich. Macht am meisten Sinn. Dass wir dann von Süden nach Norden alles abarbeiten. So, dann müsste der erste. Das da sei. Nee, danke. Auch nicht. Und hier. Nope. Bücherei wollen wir nicht. General Store. Wir brauchen Rüstung. Und eine bessere Unterhose. So, Bank machen wir zum Schluss. So, wie sieht es hier aus? Immer noch. Wie kommt es, dass die hier gar nichts aus Mithril haben? Klamotten wollen wir jetzt nicht. Bücher auch nicht. Haben wir hier alles schon abgesucht? Außer die beiden hier. Liegt es wirklich daran, dass ich noch Level 8 bin und nicht Level 9? Dwarven Kite Shield. Der ist neu, den kenne ich noch gar nicht. Wir haben zwar einen Dwarven Tower Shield. Aber den braucht man nicht. Dwarven Right Pauldron. An sich wäre das geil, wenn wir jetzt alles komplett in Rot hätten. Aber wir haben Mithril, das ist besser als das. Weil ich hier plus 15 und das nur plus 13. An sich würde das cool aussehen, aber das lassen wir mal lieber. Nein, ich will am Schild vorbei. So. Mithril Schwarzsort. Ja, okay, dann gut, wir gehen jetzt zur Bank.
schnappen unser Geld und gehen zurück nach Daggerfall. So. Nochmal 45.000. Okay, dann Withdraw 40.000. Toll. 40. Ja. Jetzt 40.000. Okay, 35.000 funktioniert. Dann hier jetzt Wagen Gold 42760. So viel haben wir. Dann müsste das jetzt hier mit den 45.000 klappen. Wird jetzt ein bisschen viel wieder in dieser Richtung. Nein. So. 45000. So. 45000. Ah, es tut mir leid für das, was ich hier mache, aber wir sind zu geizig, hier diese Loans zu machen. Also ich zumindest. 45000. Ich nehme lieber mein ganzes Geld so mit. 45000. Ich finde schade, dass ich das jetzt nicht auf mein Schiff oder so lagern kann. Hoppala. Wir wollen hier. Okay, jetzt. 4, 4, 3, 5, 2. Und dann noch einmal alles hier rein. 4, 4, 3, 5, 2. Alles auf dem Wagen. Und dann reisen wir zurück nach Daggerfall, wo auch immer es nochmal war. Ich glaube hier. Da ist Daggerfall. 7 Tage wird es reichen. Max, this is the second. Welcome to Sentinel. I trust you have had a comfortable stay so far. Let me get right to the point. My son, Prince Lothar, says you are a well-respected and trusted Nord. I have need of your sword, I am willing to pay you 697 gold to infiltrate Castle Wayrest and recover an healer of the late King Lysandros for me. Will you do it? Was? Okay, machen wir. A page girl bearing the crest of Sentinel stiffly presents you a crisply pressed envelope. Ignoring your queries, she turns and walks away. What bounty? There is an item, a painting that is hidden somewhere within Castle Varys. I desire this item for reasons you need not worry about. Bring it to me and I will pay your 697 gold. Was ist gerade passiert? Letter von Morgia, Lothurn und Akoriti, Queen of Sentinel. Your presence in our court is desired before the end of the next season. Prince Lothurn has recommended you with high praise. I await your arrival, Akoriti. Wir müssen aber eben ganz schnell noch kurz Spellbook das hier machen. Und hier, dann können wir also noch mal kurz zurück. Die hier eben wieder.
Und zurück nach Sentinel? Zu Queen Alcoriti? Scheiße! Was passiert? Warum? Ich bin. Ja, ich bin gerade sehr, sehr. Sehr. Ja, verwirrt. Gerade abgehauen, schon kommt eine Quest von Alcoriti. Hier, von der Königin. Genau in dem Moment, wo ich abhauen wollte, geht die Hauptstory weiter. Aber Varys jetzt zu infiltrieren? Bin ich mir jetzt nicht sicher. So. Dann quatschen wir mal mit der Königin, die uns hier erwartet. Und ich war so kurz davor, weg zu sein von Sentinel. Kann ich mit der nicht quatschen? Nein? Hier. Kann ich nicht. Alcoriti, Queen of Sentinel. Okay, your presence in our court is desired before the end of the next season. Prince Lothar has recommended you with high praise. I await your arrival. Aber das ist doch Königin hier Alcoriti. People? Ne? Queen Alcoriti? Steht hier irgendwo was zu der? Ich sehe hier nichts. Wo finde ich die? Oder warte mal. Ich habe hier... I'm on a mission from the Emperor... Yeah. Queen Alcoriti has set me to infiltrate Castle Varys. Somewhere in its dungeons is a painting that she desires. If I can place it in her hands, she will pay me 697 gold. Okay, also doch nach Varys. Mit unserem eigenen Gold auf Tasche. Das wird eine interessante Reise. Dann machen wir hier auch nochmal ein Safe Game. Und reisen jetzt nach Varys. Wo es auch immer hier war. Varys. Varys, da war das. Und hier auch noch eine neue Quest? Nö. So, wo war denn hier das Schloss? Genau da. Okay, die drei Hauptprovinzen haben wir jetzt einmal alle besucht. Hä? Da jetzt passiert. Aber komm, wir können hier auch mal gucken, ob hier vielleicht was gibt's. Nee. Würde ich sagen, wir lassen das mal. Hätte ich vielleicht mein Gold lieber in Sentinel gelassen? Hätte ich jetzt wirklich vielleicht mein Gold in Sentinel gelassen, das wäre, ja, glaube ich, deutlich besser gewesen.
Naja, jetzt ist es halt so. Wir gehen da jetzt dann auch in der nächsten Folge auf jeden Fall rein. Nur um dies eine Bild oder was auch immer hier zu finden für Aliki oder wie auch immer die Königin jetzt hieß. Und damit verabschiede ich mich für diese Folge. Vielen Dank, dass ihr auch wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!